Es geht um ein abscheuliches Pamphlet, das vor 36 Jahren in meiner Schultasche gefunden wurde. Die Affäre um Hubert Aiwanger. Da ist das Flugblatt menschenverachtend und absoluter Nazi-Jargon. Wer hat das KZ-Flugblatt verfasst, das zu Schulzeiten bei dem späteren Chef der Freien Wähler gefunden wurde? Ein Beweis jedoch, dass er das Flugblatt verfasst oder verbreitet hat, gibt es bis heute nicht. War es der spätere Politiker oder sein 11 Monate älterer Bruder Helmut? Die Aiwanger Brüder behaupten, es war der Ältere. Hubert habe die Zettel nur eingesammelt, um zu deeskalieren. Bild fand einen Zeugen, der unter Eidesstatt versichert, Bruder Helmut war's. Anton Rederer, ein Freund von Helmut Aiwanger, erzählt Bild, er wusste seit Jahren von einem Vorfall aus der Schulzeit der Aiwangers. Dass es sich dabei um ein KZ-Flugblatt gehandelt habe, wusste er nicht. Also vor 13 Jahren sind wir zusammengesessen. Wir hatten zur damaligen Zeit ein Weihergrundstück gepachtet mit einer Hütte drauf. Und einer der Pächter war auch Helmut Aiwanger. Bei diesem Gespräch hat er eben von einer Angelegenheit aus seiner Schulzeit erzählt, dass er eben aus Wut und aus Provokation ein Flugblatt verfasst hat, für das dann sein Bruder, der Hubert Aiwanger, sanktioniert wurde, weil man angenommen hat, es wäre der Hubert gewesen. Der Helmut hat mir aber versichert, dass er es war. Zu den anderen Vorwürfen, etwa dass Hubert Aiwanger als Schüler rechtsextrem gewesen sei, kann er nichts sagen. Er betont, Helmut hat das Flugblatt als Satire, als Provokation bezeichnet. Der Inhalt sei ihm vor der aktuellen Berichterstattung nicht bekannt gewesen. Schamützel mit Leer.